Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, schau mal, wir haben hier unsere eigene kleine süße Bank, die wir super doll cool upgraden können. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon die erste Etage und hier vorne haben wir schon die ersten Kunden. Und schau mal, wir können hier zum Beispiel für 10.000 Goldcoins die Tür aktivieren, dass wir hier Laser haben. Wir haben hier auch einen Aufzug, der noch nicht funktioniert. Oh, der funktioniert schon, aber wir haben noch keine obere Etage insgesamt. Das können wir alles ab noch upgraden. Wir können hier vorne die verschiedenen Tische noch upgraden. Das ist super doll nice und wir werden sehr doll viele Etagen haben. Okay, im Moment, Karte, haben wir gerade 0 Goldcoins, aber wir haben hier schon unseren ersten Kunden in der Bank. Hallöchen! Den können wir natürlich bedienen. Dafür bekommen wir 100 Goldcoins. Wir können hier zum Beispiel den Tisch auch upgraden auf Level 2 für 8000 Goldcoins. Dann könnten wir uns hier noch einen zweiten Tisch holen. Das ist so cool. Okay, der nächste Kunde wird auch bedient. Dankeschön. Oh, Karte, das ist so nice. Unsere Bank wird richtig doll sicher und vor allen Dingen auch riesen groß. Da kommt schon der nächste Kunde. Was ist da los? Hallo. Und der wird natürlich auch bedient. Okay, wir sind schon bei 300 Goldcoins. Um den Tisch hier abzugraden, brauche ich noch viel mehr. Wie viel kostet hier vorhin die nächste Etage? Moment mal. Die nächste Etage würde 10.000 kosten. Und wir haben insgesamt 4 Etagen. Wie cool ist das denn? Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einige mehr Kunden bedienen. 1.800 Goldcoins haben wir. Der nächste Kunde wird bedient. Jetzt müssen wir noch einen Kunden bedienen, Kater. Um hier den zweiten Tisch zu eröffnen. Dann kriegen wir doppelt so viele Kunden hier in unsere Bank mit rein. Hallöchen und zack. Hallo. Okay, 2000 Coins haben wir. Dann upgrade ich hier den nächsten Tisch. Jetzt haben wir 2 Level 1 Tische. Okay, die Tische könnten wir natürlich auch upgraden, aber das ist sehr doll teuer. Und wir bekommen jetzt das Doppelte an Kundschaft. Und jedes Mal bekommen wir 100 Gold Coins. Sehr gut. Der nächste Kunde geht hier vorne zu dir hin. Der wird natürlich auch bedient. Okay, wie viel würde der nächste Tisch kosten? Der kostet auch nur 2000. Kostet der auch 2000? Die kosten alle 2000. Oh, das ist sehr gut. Okay, das bedeutet, Karte, als allererstes können wir hier, natürlich erstmal die ganzen Kunden schnellstmöglich bedienen und dann hier unten erstmal alle Bedienungstische upgraden. Und dann würde ich sagen, Karte, sparen wir für die nächste Etage, die 10.000 kostet. Okay, das klappt auf jeden Fall sehr gut und ich bin sehr gespannt, was wir auf der zweiten Etage hier machen können. Und 2.000 Coins haben wir wieder. Der nächste Tisch wird sich jetzt hier auch gekauft. Jetzt haben wir das Dreifache an Kundschaft. Jedes Mal bekommen wir 100 Coins. Ein Kunde wird bedient. Und da kommen schon die nächsten beiden Kunden. Oh, hallo! Cool. Wir haben noch 2 weitere Tische. Und wir machen hier so viele Coins insgesamt. Der wird bedient, Was kostet denn jetzt hier eigentlich der Aufzug? 10.000 würde die nächste Etage kosten, Katja. Wollen wir zuerst mal alle Tische hier kaufen oder wollen wir erstmal sparen für die nächste Etage? Wir machen Etage für Etage, würde ich sagen. Zumindest das erste. Das ist ja auch nur Level 1. Die könntest du ja auch theoretisch upgraden. Stimmt, die kann ich alle upgraden für 8.000 Coins. Wir können dann gleich den nächsten Tisch kaufen und dann den letzten. Und da machen wir so viele Coins, dass wir uns relativ schnell die nächste Etage leisten können. Okay, der wird bedient. Sehr gut. Und 2200 Coins haben wir wieder. Nächster Tisch wird sich gekauft. Jetzt können wir noch einen zusätzlichen Kunden wiederbekommen. Das heißt, wir kriegen jedes Mal 400 Coins. Das geht jetzt wirklich richtig doll schnell. 500 haben wir schon wieder. Da können wir uns gleich jetzt hier schon den letzten Tisch kaufen. Das klappt so doll gut. Hier wieder ein Kunde. Au, der will hier hin. Ja, der wird auch bedient. Sehr gerne. Wieder 900 Coins. Und der Kunde wird bedient. Damit haben wir wieder 2000 Geld. Und zack, sehr gut. Wir haben alle Tische hier in unserer ersten bzw. in unserer 0. Etage gekauft. Die werden alle bedient. Okay, das bedeutet, Kater, das nächste Upgrade wäre hier die 2. Etage für 10.000 Geld. Das geht aber jetzt richtig doll schnell durch die ganzen Kunden hier. Und Kater, schau mal, die letzten 5 Kunden werden hier bedient bis zu unserem Upgrade. Und der letzte Kunde wird auch bedient. Wir haben die 10.000 Coins. Das bedeutet, es geht hier in den Aufzug rein und ich kann mir die nächste Etage holen. Oh, wie gut. Okay, dann geht's ab nach oben. Wow, was haben wir denn hier? Schau mal. Wir haben hier ein komplettes Fließband, was wir upgraden können, tatsächlich. Dadurch, dass wir hier die nächste Etage gekauft haben, haben wir hier schon unser Fließband mit dem ersten Dropper auf Level 1. 250 ist auch voll günstig. Den können wir auch upgraden. Moment mal. Hier droppen auf jeden Fall verschiedene Erze runter. Ich glaube, das ist Kohle, das wäre Eisen. Und das wird jetzt hier verkauft. Und das kann ich hier einsammeln. 500 Goldcoins habe ich auf jeden Fall schon. Ich kann den Dropper upgraden für 10.000 und die neuen Dropper mir hier kaufen für 1.000 jeweils. Katja, ein Dieb! Ein
Dieb, hier ist ein Dieb. Was ist da los? Der will hier unsere Sachen klauen. Ist der mit dem Aufzug hier hochgefahren? Der ist doch ein Dieb hinter dir, Katja. Was ist da los? Oh nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Ich hab das Geld raus. Ich hab's rausgenommen. Ich hab's rausgenommen. Was ist das denn? Okay, den haben wir weggeschätzelt. Und der wird auch gleich weggeschätzt. Bitte wegschätzen, bitte wegschätzeln. Was ist das denn? Wie so ein Fies sind die Diebe. Wir müssen uns unbedingt mehr Waffen holen, um die besser wegschätzen zu können. Wir brauchen ein Schwertchen oder sowas. Die kommen hier einfach hochgefahren. Hier ist unser Safe. Schau mal. Und den können wir öffnen. Wow. Da ist wieder einer. Moment mal, ich kann das Geld auch hier reinlegen. Okay, ich mach den Safe mal lieber zu. Da ist wieder einer. Katja, was ist das denn? Die wollen hier unsere Goldcoins klauen. Okay, den hast du weggeschätzt. Sehr gut. Okay, hier vorne könnten auf jeden Fall noch ein paar Mitarbeiter sein. Okay, ich gehe mal ganz kurz nach unten, Katja. Wir sollten auch unten gucken, dass da auf jeden Fall Mitarbeiter hinkommen. Stimmt, wir müssen ja hier natürlich auch die Kunden bedienen. Stimmt, du hast recht. Okay, warte mal. Wie viel kostet hier das True Upgrade? Das kostet 10.000. Okay, das ist auch sehr, sehr doll teuer. Aber das sollten wir auf jeden Fall upgraden, damit die Diebe hier oben auf jeden Fall nicht unser Geld klauen können. Ich hole mir mal den zweiten Dropper insgesamt. Okay, jetzt droppen hier auf jeden Fall Items raus. Und hier, nein, ein Dieb! Was ist da denn los? Was ist der denn jetzt hier schon wieder? Wie so ein Fies ist das? Okay, der wird auch wieder weggeschnetzelt. Oh nein, die Diebe sind ja wirklich so doll. Wie so ein Fies, Katja. Oh, bitte wegschätzen, bitte wegschätzen. Ich kann hier auch tatsächlich... Wieder ein Dieb. Oh, ich sehe es. Was ist das denn? Zack, ich krieg ihn. Und warte mal, Katja, soll ich einfach mal die 2000 Geld hier in den Tresor reinlegen? Ich kann das jetzt reinlegen. Ich habe alles reingelegt. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich 2150 Geld hier im Tresor drin. Das ist ja cool. Okay, ich muss auf jeden Fall immer darauf achten, hier das ganze Geld rauszunehmen. Und du kümmerst dich unten um die Kunden. Das ist sehr gut. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Geld. Ich nehme hier nochmal das ganze Geld raus. Moment mal, bitte auszahlen. Jetzt habe ich 3900. Damit kann ich hier jetzt den nächsten Dropper mir holen. Dankeschön für 1000. Kostet der auch 1000? Es kommt auch wieder einer. Ich halte ihn nicht auf. Ich halte ihn auf. Was ist das denn? Mieser, fieser Dieb. Den bekommen wir. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal alle Dropper auf dem ersten Level. Das sind 4 Stück. Insgesamt nicht so Geld. Ich habe es aufgesammelt. Okay, sehr gut. Er kann es auf jeden Fall nicht klauen, wenn ich es schon aufgesammelt habe. Hier droppen jetzt so viele Erze. Das ist cool. Okay, Dieb habe ich auch wieder weggeschätzelt. Die ganzen Erze werden hier verkauft und wir bekommen sehr, sehr, sehr viel Geld. Wie viel würde hier die nächste Etage kosten? Die kostet 50.000. Was ist denn da los? Okay, dann würde ich sagen, Kater, als allererstes fahren wir erstmal 10.000, um unten die Tür zu upgraden. Und um den Dropper zu upgraden, kostet es auch 10.000. Okay, aber ich würde sagen, die Tür ist erstmal am wichtigsten. Okay, 12.000 haben wir. Ich upgrade mal hier den ersten Tisch. Was passiert jetzt? Oh, wir bekommen einen Mitarbeiter tatsächlich. Ach, cool. Und der kümmert sich jetzt hier. Ja, der kümmert sich um die Kunden. Die sprechen jetzt und gleich müssten wir wieder Geld bekommen. Ja, tatsächlich. Und er geht wieder. Das ist sehr, sehr praktisch. Okay, das würde halt 8.000 jeweils kosten. Das ist aber so cool. Da werden die Kunden hier unten automatisch bedient. Okay, da gehe ich wieder hier nach oben, sammle hier das Geld auf. 4.400 habe ich. Dann habe ich hier nochmal 5.000, gleich nochmal 10.000. Dann würde ich sagen, mit den 10.000 gehe ich auf jeden Fall unten die Tür upgraden. Hier im Tresor habe ich gerade nichts drin. Nein, okay, Tresor ist leer. Dann sammle ich hier oben auf jeden Fall wieder das Geld auf. Hallöchen, bitte aufsammeln. Okay, 10.000 habe ich. Damit geht es runter zur Tür. Und die zweite Etage kostet, ja, die kostet 50.000, die zweite Etage. Das ist so teuer. Okay, aber ich glaube, als nächstes nach der Tür, oh, wie cool, können wir hier noch die Tische upgraden. Jetzt haben wir hier richtig doll coole Laser und ich glaube, dadurch kommen weniger oder keine Diebe mehr hier in unsere Bank rein. Und unsere Bank sieht auch wirklich schon relativ schön aus. Wir haben schon 2 Etagen und es geht noch viel, viel, viel höher. Das ist so cool. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir upgraden jetzt als nächstes erstmal hier alle Tische, dass die Kunden automatisch bedient werden. Und wir können hier oben sogar das Fließband noch upgraden. Oh, das ist aber richtig, richtig doll teuer. Moment mal, das kostet 15.000. Oh. Okay, aber ich würde sagen, vielleicht upgrade ich als nächstes hier einen Dropper für 10.000. Ich glaube, das ist ganz cool. Unten haben wir auf jeden Fall schon ein paar Tische auch geupgradet. Ja, ja, ja. Okay, ich habe jetzt gerade 7.700 und ich brauche 10.000 für den Hopper hier. Und ich glaube, dann droppen mehr Items raus. Aber das Fließband ist schon wirklich super, super, super voll. Es wird sich aber auch wirklich lohnen, würden das Fließband upgraden. Da würden wir noch schneller noch mehr Geld bekommen. Aber ich glaube, das ist erstmal zu teuer. Okay, ich habe jetzt 8.800. Ja, ja, ich brauche nicht mehr viel. Und genug Coins habe ich. Der Dropper wird geupgradet. Oh, jetzt haben wir den schon auf maximalen Level und wir haben einen Doppeldropper. Jetzt kommt hier doppelt so viel raus. Damit müssen wir auf jeden Fall auch einiges mehr an Geld hier aufsammeln. Wir können natürlich hier jeden einzelnen Dropper auch nochmal upgraden. Ich glaube, die kosten alle 10.000. Ja, die kosten alle 10.000. Also das wären nochmal 30.000 zum Upgraden plus nochmal 15.000 für das Fließband. Und unten die Bedientische können wir natürlich auch nochmal upgraden. Das ist so, so cool.
cool. Wir bekommen ganz viel Geld. Das stimmt. Schau mal, jetzt haben wir wieder 200. Gleich müssen wir ja 250, 240, 550, 700, 800. Gleich schon wieder die 1000. Das ist so cool. Dann wird einmal hier der Tisch noch geupgradet. Und ich habe nochmal 8000. Nochmal hier. Jetzt haben wir hier überall die Mitarbeiter. Dann werden die Kunden hier unten auf jeden Fall automatisch bedient. Da brauche ich jetzt hier nochmal 8000. Dann hätten wir hier unten die 0. Etage auf dem maximalen Level. Dann haben wir wieder 4000 drin. Jetzt habe ich 5400 insgesamt. Kommt der Dieb nach oben? Wo ist der denn gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja absolut ganz so gar nicht gut. Ich würde auch gerne noch die ganzen Dropper hier insgesamt upgraden, beziehungsweise hier das Fließband. Das wäre auch sehr, sehr, sehr praktisch. Wir brauchen nämlich insgesamt... Oh, hier ist der Dieb! Wir wollen 50.000 insgesamt für die nächste Etage. Ja, 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 der wird weggeschnetzelt. Den haben wir. Sehr gut. Und der letzte Bedientisch wird geupgradet. Okay, damit haben wir jetzt auf jeden Fall die 0. Etage auf dem maximalen Level mit unseren Mitarbeitern. Das bedeutet, Karte, als nächstes geht es hier wieder nach oben in die 1. Etage und hier können wir jetzt auf jeden Fall das Fließband und die Dropper upgraden. Jetzt haben wir alle Dropper auf dem maximalen Level und bekommen jetzt hier natürlich immer das Doppelte raus. Dann würde ich sagen, Kater, wir sparen auf jeden Fall noch, dass wir das Fließband natürlich auch nochmal upgraden können. Das kostet 15.000, aber wir bekommen hier so schnell so viel Geld. Wir haben schon wieder 600, 700, gleich schon wieder 1.000. Das klappt super, super, super doll gut. Jetzt sind wir schon bei 5.150. Okay, dann wird das Fließband geupgradet und dann müssen wir auf die 50.000 Geld sparen, um uns hier die 2. Etage zu holen. Danach, die 3. Etage kostet schon 200.000 und die letzte finale 4. Etage kostet 500.000. Das ist super, super, super doll viel. Aber auf den verschiedenen Etagen können wir noch viel, viel, viel mehr Coins machen. Das ist sehr cool. Okay, 10.000 haben wir wieder. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir unten durch die Mitarbeiter auch Geld machen, durch die ganzen Kunden, die mal reinkommen. Und wir haben die 15.000. Das bedeutet, das Fließband wird geupgradet. Jetzt haben wir es auf dem maximalen Level. Und schau mal, wie schnell es sich jetzt schon bewegt. Wir machen jetzt so schnell so viel Geld. Oh, guck mal, hier wird alles reingefahren. Wir haben jetzt hier schon 4.000 drin. 5.000 haben wir jetzt hier schon. Und jetzt wieder die 1.000. Das klappt so doll gut. Okay, wir haben hier alles auf dem maximalen Level und brauchen jetzt 50.000 Coins. Und Kater, wir haben jetzt gleich schon die 90.000 Geld. Was ist denn da los damit? Können wir uns jetzt locker die nächste Etage kaufen? Das ist nämlich hier die 2. Etage für 50.000. Es geht hier nach oben und hier oben. Wow, wie cool, haben wir noch mehr Fließbänder. Und schau mal, was hier raus droppt. Was ist das denn? Ist das, glaub, ist da Zulierz? Okay, wait mal. Ich glaub schon. Wie viel ist 1 wert? 1 ist 400 wert. Das ist ja richtig toll. Oh, hier haben wir den lila, das ist ein lila Diamant. Wie cool sieht der denn aus? Okay, wir können hier natürlich die Dropper auch wieder upgraden für 10.000. Aber als erstes hole ich mir hier noch die anderen Dropper. Wir machen hier dann super, 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 super doll viel Geld. Und die 200.000 Goldcoins haben wir. Das bedeutet, wir können uns damit die vorletzte Etage kaufen. Nämlich hier die 3. Etage. Hier geht's nach oben. Und hier haben wir noch mehr Dropper zum Upgraden. Was ist denn da alles? Wir machen super, super doll viel Geld. Und hier wird einfach Geld gedroppt. Tatsächlich, schau mal. Cool. Wir haben einfach ein Geldbündel. Moment mal, wie viel gibt uns ein einzelnes Geldbündel? Das geht hier rein und wir bekommen pro Geldbündel 1.000. Oh, das ist so viel, Kaja. Okay, wir können hier natürlich die ganzen Dropper wieder kaufen. Das Fließband können wir auch wieder upgraden. Ich gehe nochmal nach unten, beziehungsweise hier auf die 1. Etage. Wie viel Geld hat sich jetzt hier angesammelt? Oh, 27.000. Das nehme ich mit. 30.000 haben wir insgesamt. Dann geht es auf die Etage weiter höher, nämlich hier die 2. Dort haben wir wie viel Geld? Wow, auch wieder 27.000, das Doppelte. Jetzt haben wir 57.000 und hier auf der 3. Etage kriegen wir noch schneller noch mehr Geld. Hier haben wir schon 4.000, das ist sehr gut. Okay, dann hole ich mir nochmal den Dropper. Dadurch bekommen wir jetzt noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Das droppt jetzt hier alles aufs Fließband. Die Dropper können natürlich auch geupgradet werden. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. Damit bekommen wir jetzt wirklich so, so doll viel Geld. Und ich glaube, ich kann sogar das Fließband upgraden. Tatsächlich alles aufs maximale Level geupgradet. Und Karte, wir bekommen jetzt wirklich pro Geld näher 1.000, dann wird das Geld hier noch aufgesammelt. Damit haben wir 671.000 Goldcoins und damit können wir uns hier die letzte finale Etage kaufen. Yay! Die 4. Moment mal, dann geht's hier mit dem Aufzug ab nach oben. Was haben wir denn hier? Schau mal! Wir können uns hier für 1.000.000 ein Schwert kaufen. Wir können uns hier ein Auto auch holen. Wow, das ist ja super doll teuer. Viel Geld. Und ein Flugzeug? Okay. Was ist denn da los insgesamt? Okay, dafür brauchen wir super, super, super doll viel Geld. 1.000.000 allein hier für das Schwertchen. Und das Auto kostet 5.000.000. Was ist das denn? Und das Flugzeug kostet 10.000.000. Das ist ganz schön super, super teuer. Und schau mal, was ich für einen süßen Anzug bekommen habe. Wie ein Banker.
lecker. Das stimmt, wow. Wie cool. Wir haben jetzt alle 4 Etagen uns gekauft. Warte mal, ich schaue mir mal ganz kurz die Bank von außen an. Sammle ganz kurz hier auf der 3. Etage nochmal das Geld auf. Hier hätten wir nochmal 60.000 drin. Dankeschön. Dann geht's hier wieder ab nach unten. Und Katja, mir gefällt ja unsere Bank so, so doll gut von außen. Wie cool das hier insgesamt aussieht. Wir haben die Bank aufs maximale Level geupgradet, haben überall Dropper. Das hat wirklich super, super, super doll viel Spaß gemacht. Die Kunden werden hier automatisch bedient. Das ist so nice. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.